Drop the bass. Hallo und herzlich willkommen zur 100 Baby Challenge. Wir sind jetzt hier bei Lucy Schmitz. Die hat einfach schon mal eine ganz kleine Hütte bekommen. Einfach, wo es grundsätzlich drinnen ist, ein bisschen Geld hat sie noch, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. So eine Karriere wird sie nicht anfangen. Und um natürlich die 100 Baby Challenge machen zu können, brauchen wir natürlich ein paar Männer. So, und dann schauen wir mal. Und dann gehe ich einfach mal ins Fitnessstudio. Da werde ich bestimmt ein paar fleißige Männer treffen, mit denen wir was unternehmen können. So. Ah, da sind auch schon gleich ein paar angekommen. Booster Clavel, Bessie Clavel und Xander Clavel. Dann grüßen wir doch mal den Xander. Sonst ist hier, glaube ich, noch niemand. Mal Zelle. Also Scanner. Lernen wir dich doch einfach mal kennen. Uba. Luba. Ist der Single? Glarp. Nisa. Minel. Kenzu Basinuti. Mezel. Listeni. Wang. Flurbs Awi Bebs. Flurk. Spratschen. Ambuda. Sehr schön. Nisalu. Dann können wir doch uns mal den mal angeln. Single? Sargla. Enzoi. Was a Melevenie, Azo, Tenev, Lugord, Heptor and Sibi, Zara, Rufta, Avjova, Nodi Zor. Ein Verbrecher, aber das ist uns ja egal. Weil wir wollen Tiermans, das sind 5 Sternzeichen. Arna, Nikaya Janza, Laderna Viv, Clement, Benuefna, Melevenie, Landgraf sind gekommen. Kazania, ein Greif. Oh, na, kompatibel. Curb, Lutevi. Ein bisschen flirten. Wir freuen uns schon sehr schön mit ihm an. Justin Keaton, die kriegt ein Kind. Oder ist das wahrscheinlich der Mann, Keaton? Naschenbruch. Lars Zaji. Derb. Koblet. Sieht toll aus. Hoffnungslos romantisch. So, Splenda. Guck mal tief in die Augen blicken. Oh, Chaza. Nisalaktini. Vernush. Verliebt umarmen. Shishwuna. Das wird bestimmt die Große mit Liebe mit ihm. Nur ist es halt so, dass halt jedes Baby sollte einen anderen Vater haben. Also. Wird er dann doch schnell wieder rausgeschmissen, aber er ist der Vater vielleicht von unserem ersten Kind. Das Ohrflüstern. Slush. Muss in Laden liegen. Und die gehen sehr schnell an. Der erste Kuss. Wow. So schön. Machen wir mal ein Kompliment. So woke Genova. Wunschmusen. Nee, eine feste Beziehung wollen wir nicht. Die Wange streicheln. Was kann man noch so Schönes mit ihm machen? Ohrflüstern und dann wird doch mal geküsst. So. Danach hätte ich gesagt, dann versuchen wir schon mal den ersten Versuch. Vielleicht können wir ja schwanger werden. Hanji, Vidani. Wir müssen ja bei vielen Babys müssen wir ja früh starten. Snarglasi. Gucci. So. Kann man nicht auch irgendwie hier gemeinsam hingehen? Mir nicht auf dem Grundstück. Um Verabredung bitten.
Rasen Mami. Mezzel, lässt du nie. Wang. Blurbs Aui Babs. Quirk. Doch hier, weil sie draußen sind. Hier hingehen. Dann herbeirufen. Komm rein. Jetzt Baby machen mit Xander Clavel. Mag er noch nicht? Okay, dann nochmal umarmen. Dann müssen wir halt einfach noch ein bisschen weiterarbeiten. Koketter Witz. Sieren. Wir arbeiten einfach ein bisschen weiter daran, dass wir unsere Beziehung zu ihm verbessern und er vielleicht doch noch will. Ich kann wirklich super küssen. Also. Ihr kann doch niemand widerstehen. Also Sanna, wie kannst du der Lucy nur widerstehen? Komm schon, Baby, hast du dir schon immer mal gleich richtig los. Wir müssen an unser Ziel kommen. Und? Sehr schön, die blöde bisschen rum vom Spiegel, aber lass uns nicht davon stören, okay? Vielleicht auch schon rum. Das sieht gut aus. Dann zeig mal, was ihr so drauf habt. Das ist die Toilette. Und? So, jetzt soll jemand reinziehen. Sie hat es geschafft, reinzugehen. Nicht nach einem erfolgreichen Event in Sexelle. So, jetzt ist er nackt. Probieren wir es gleich nochmal. Es soll ja schließlich ein Baby rauskommen, aber es klang nicht erfolgreich. So, rein mit euch. Wie willst du in die Dusche gehen? Wenn du den Raum verlässt, geht das nicht. Ja, geht doch. Vielleicht probiert es mal in der Dusche. Vielleicht klappt es in der besser. Wir haben hier 4 Duschen. Also, probier mal alle Reihen durch. Aber irgendwann müsst ihr erfolgreich sein. Wenn wir 100 Stück wollen, brauchen, dann geht es ein bisschen. So. Du kannst es sehr gut. Wohin gehst du? Sie ist etwas komplizierter. Den Eingang zur Dusche zu finden. Das
Dankeschön. Also, muss man doch nicht mal alle durchprobieren. So. Aber dann schauen wir nochmal, wer ist denn noch so alles gekommen. Detlef Landgraf. Spielt mit Katharina Landgraf. Okay. So, unser Spiel. Martin Keating. Grüßen wir doch den mal. Wollte es mit Justin Keating? Wahrscheinlich auch der Mann. Ja, man muss einfach mal kennen. Stimmt so. Mensch, das wäre viel gemeinsam. Was arbeitet er? Arna Nikaya Janzo. Ladernovic. Okay, also anscheinend doch nicht so. Barzo, normal fragen. Mit Justin, wie vermutet, okay. Ist schön, so. Dann begrüßen wir dich mal. Ich hab lang genug Ball gespielt. Komm her. Wir müssen ja gleich weitere kennenlernen. Also, bist du Sänger? Sprech aufrechterhalten mal noch anderes. Tratschen. Anubi. Abkobine, Shasha. Work. Nee, das, aber wir wollen ja nicht gleich dann mit allen rumbeln. So, dann besuche ich noch den Park. Ja. Und schau mal, ob ich da noch jemanden treffe. So. Davor vielleicht erstmal noch die Toilette benutzen. Einmal vorbeilaufen, dann wieder zurück. Hunger hast noch, okay. Nick Alto. Grüß mal Nick Alto, was auch immer der gerade da hinten macht. Ist da irgendein Tier? Eine Schlange. San Francisco Strumpfbandnatter. Okay. Bei der Schlange wollt ihr euch nicht unterhalten? So, bist du ein Single? Sargla. Wenn ich die ganze Zeit mit mir verbringe. Ajo Tenef. Bobby Kisemdieva. Trilarna? Alle haben Partner. Nikaya Janzo. Laderna Viv. Benuefna? Malevna. Attraktive Gesellschaft, okay. Nein, nicht ganz weit raus. Gibt's hier noch mehr? Oder ist die ganze Stadt verwaist da drüben? Arska! Skinnivigom! Samalabasso! Als Mann. So, muss ich ihn mal schon begrüßen. Und sonst sieht's hier sehr leer aus. So, wo bleibst du? Da kommst du. Bisschen schneller. Mosa. Okay, also alle würden die ganze Zeit mit dir verbringen, aber auf Lasa. Mama, erstmal, okay. Vielleicht Single sind. Genau, kein Partner. Freuen den Lunch mit dir an. Slarm.
Gazin Kudra. Rens Gazi. Fremlig Luke. Banu. Dann hätten wir ja vielleicht gleich schon die nächsten. Rock. Siptina Joe. Ubine Vupi Dasna. Baloo. Turgomed. Zoba. Schön. Haltet euch ein bisschen noch. Glarp. Nizza. Arna, Nikaya Janzo, the Anubi. Und jetzt zwischendurch einfach mal kurz weggehen und essen. Stört ihr niemanden? Geht wahrscheinlich nur nach Hause dann. Oder? Nee, auf die Toilette. Schön, dass ihr euch doch nicht auf der Toilette unterhaltet, sondern hinter der Toilette. Nun, aber ihr seid doch schon Freunde. Das geht schon mal sehr gut. Nun hätte ich gesagt, wenn ihr schon Freund ist, dann muss man uns zwei leider verabschieden dann und werden dann nach Hause gehen. Es ist schließlich schon spät. Bruni, just sag. Und die Tage müde. War ein anstrengender erster Tag. So, ab geht's nach Hause. In unser neu gebautes Zuhause. Das noch klein ist. Es bietet auch nichts für Kinder, aber kommt ja alles noch. Wir haben aber noch ein bisschen Platz, also. Vor allem brauchen Babys ja noch nicht so viel Platz, erst wenn sie größer werden. Und ihr ist schlecht. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Aber jetzt darfst du erstmal schlafen. Und dich für den nächsten Tag richten. Ja, okay, wenn man mitten in der Nacht kotzen muss, ist das vielleicht nicht ganz so praktisch. Sehr schön, wenn man dafür in der Toilette steht. Aber dann schlafen mal weiter. Und sie freut sich, dass sie einen neuen Freund hat. Sehr schön. Bald bist du ja auch nicht mehr alleine, also. So ist es ja nicht. Und das Telefon klingelt. Wer ruft an? Okay, ich war ein bisschen zu langsam, hat schon wieder aufgelegt. Wer ruft auch schon so früh am Morgen an, wenn man da noch schlafen so. Also, sie hat jetzt aber gehen wir auf die Toilette und duschen, damit wir den ganzen Tag über frisch sind. Okay, ein Zeitungsjunge gibt David. Bringt die neue Zeitung. Nein, wir wollen nicht in der Medizin arbeiten, wir wollen auch nicht heiraten. Ja, so geht man richtig auf die Toilette, nicht in den Reihen stehen. So, und ein paar Waffeln kannst du schon mal zubereiten. Und dabei ein bisschen kochen üben. Deine Kinder wollen gutes Essen, wenn die Kinder kommen. Ja, so oft brauchst du nicht in den Ofen reinschauen, wie ist es geworden normal. Dann lass dir die Waffeln schmecken. Wollen wir nicht mit Sander abhängen treffen. Bleib doch nicht an diesem einen hängen. Wir haben ja noch Leiten. Und wir brauchen ja noch ein paar mehr. Deswegen ist es gut, wenn man die einen schon mal kennengelernt haben. Sehr schön. Gleich spülen. Den Rest kannst du dann auch wegstellen. Bett machen. Zeitungs wegstellen.
Zeitung lesen und dann auch was erkennen. So. Der Eismann ist da. Nein, danke. Wir wollen kein Eis. Sehr schön, gleich eine Rechnung. Die bezahlen wir dann auch mal. So. Und dann. Sehr schön, Premierminister unter Korruptionsverdacht. Okay. Bay Derby Striker galoppiert allen davon. Sehr schön. Und dann einfach mal in den Park direkt um das Haus. Haben wir keinen weiten Weg? Und mal schauen, wenn wir da kennenlernen. Behandlung. Kriegst du auf jeden Fall. Okay, einfach über das Grundstück vom Nachbarn laufen. Mendelsbahn, du brauchst auf jeden Fall, wenn sie schwanger ist. So. Hier ist er noch relativ alleine. Üb mal ein bisschen Schach. Vielleicht kommt ja gleich jemand. Und Madison von Watson wollen Männer kennenlernen. Nein, dann lernen wir einfach die Madison ein bisschen kennen. Komm, spiel mal ein bisschen mit. Oh Gott, oh Gott. Sieht die Schunka. So, haben wir die hier oben. Da. So, wer kommt da? Eische Anchari und wieder Katharina Landgraf. Ist es da schon bequem? Halb im Meer und halb in der Luft? Kommen doch noch ein paar Männer. Also. Wir sind schwanger. Sehr schön. Und sie möchte ein Mädchen. Nehmen wir mal noch kurz die Männer. Okay. Bist du Single? Sternzeichen von hinten. Ja, das fahren wir auch. Fahren wir auch. Den wollen sie aber erstmal nicht treffen. Kohle mit Käse, ja. Mit Pauline. Okay, und bunte Brüste. Man muss ja nicht gleich dann. Daneben aber. Ein paar Kennenlernmänner ist immer nicht schlecht, so. So, bist du Single? Arna, lautet dein Sternzeichen. Die ersten Fragen, die man einen fremden Mann stellt. Barzo, Wanikash, Katan. Quirk. Sargla. Cornelia. Amon. Nächsten Schwanger. Jarga. Er hat auch schon einen weiteren Kandidaten als Vater für das zweite Kind. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!